pee-pee party with prostitutes in Moscow. It's a huge misunderstanding. It's just a tape of my wedding night with Melania. What's up, guys? Welcome to my channel. If you're new yet, my name is Divine. I'm a musical fire, minominak, drummer, and a keyboardist. I have been for many, many years. I started making these videos as a space for music lovers like myself to check out our favorite artists and break down some of our findings that make them so, so fantastic. Make sure you follow us on Instagram at the Perseverance Reaction in order to recommend your favorite singers for us to react to. You killed it, you killed it, you killed it. Are you kidding me? What's up, YouTube? Hope you guys are feeling good. Today, guys, we're back here with a new video, guys. Today, we're going to be reacting to 37 Imitation. The Max German. Okay, this is going to be exciting. This is going to be amazing. I would love to check this out with you guys. Hope you are ready. Hope you are excited, guys. This is going to be my first time checking this out. I would love to check this out with all my German friends, everyone. This is my first time. I barely knew anything about Germany. So it's going to be mean a lot to me by watching it and seeing the imitations. So you know how those guys talk less, very don't react more. Let's get into this video. Verdammt wichtig, dass ein paar Leute jetzt einfach mal geschlossen die Fresse halten. Verdammt noch mal. Ja. Schnauzi, sag ich dazu nur. Die Karriere von Sigmar Gabriel ist längst vorbei. Und jetzt geht er seinem alten Verein mit klugscheißerischen Ratschlägen auf die Nerven, um von seinem eigenen Versagen abzulenken. Wissen Sie, wie man so jemanden im Sport nennt? Sky TV Experte. Ist er Human oder Mann? Was geht los da rein? Willkommen zu meinem guten Stube. Hallo. We rock that jungle, baby. So ein herrlicher Biergarten mitten im Ruhrpott. Bei dem Bierwetter müssten die Leute dem Bernd eigentlich die Bude einrennen. Ich bin richtig in Bierlaune und trinke erstmal ein schönes Bierchen. So, Bernd. Blitzrunde. Das heißt, nur eine Frage pro Anruf. Alles, was ich dafür brauche, bist du. Deine Energie am Telefon und deine wichtigste Frage und meine kleinen roten Pillen. Und dann schaue ich in die Energien hinein durch mein drittes Auge. Und du wirst die hellsichtige Antwort bekommen. Und da ist doch schon der erste Anrufer. Hallo, absoluter Wahnsinn, wie die tanzen kann, meine Damen und Herren. Und ich dachte immer, Lena kann nur 99 Luftballons. Und hier sind sie, Lena Meyer-Landrut und ihr Tanzpartner Pierre. So durch den Sand, ne? An den Eingeborenen von Sambia vorbei. Es ist die Perfektion. Und da sehe ich einen Irrtüger. Mit Loch. These are total fake news, okay? There is no tape of any pee-pee party with prostitutes in Moscow. It's a huge misunderstanding. It's just a tape of my wedding night with Melania. Auftrittserlaubnis, Herr Lindenberg. Selbstverständlich. Hier habe ich sie irgendwo. Ich bitte Sie das bei allem Verständnis dafür, aber wir sind hier in einem Swingerclub und so wie es unter Fummeltrinen üblich ist, dass man sich dort selbstverständlich mit dem Kosenamen anspricht, so ist es hier nun mal üblich, dass man keine Hosen trägt. Na also. Stimmt, im Übrigen, Herr Ehring, nicht? Die Reaktion auf diese Rolle, das war erschütternd, nicht? Erschütternd. Ich war selber überrascht. Sie glauben gar nicht, wie sehr Menschen mit Schuhcreme im Gesicht ausgegrenzt werden. Erschreckend, erschreckend. Nur mal nicht so förmlich, junger Mann. Kannst ruhig Herr Verteidigungsminister zu mir sagen. Was machen? Aber nicht ganz die Villa Hammerschmidt. Jedenfalls ist meine Lucky schon von einer geschlagenen Stunde hier rüber, um zu fragen, ob sie uns für die Fußballübertragung im Farbfernsehen ein paar Zigaretten leihen kann. Aber sie ist einstweilen nicht wieder zurückgekehrt. Aber Sie haben doch noch Zigaretten. Ich habe nur noch 7 Stangen. Das reicht ja nicht mal bis zur Halbzeit. Also, das geht runter wie Öl. Dankeschön. Also. Frau von Sinn, was wollte ich sagen? Ist ja auch wurscht, muss ich mal nachgucken. Ich habe mir das hier aufgeschrieben, Achtung. So, also, passen Sie auf, Frau von Sinn, jetzt wird eingelocht. So, kommt eine Frau zum Arzt. Waren
spannenden Beitrag eben, oder? Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele verschiedene Gewindemuffen im Baumarkt gibt. Reduziermuffen, Sechskantmuffen, Muffennippel. How is he doing that? Armin, du hast bestimmt auch schon Muffen sausen, oder? Wo denkst du hin? Ach, wenn ich das manchmal nur wüsste. Mein lieber Till, ich brauche ohnehin nur noch eine einzige Karte von denen. Dann habe ich, wie selbst Sie zweifellos bemerkt haben werden, nicht gewonnen. Dafür spiele ich meinen Super. Is that a red wine? Tonhöhe, Koloratur, Sopran, Stich. Ich gebe Ihnen gerne eine Kostprobe, Till. Schauen Sie, ich als, naja, ich will mal so sagen, ein Jens Spahn, der muss ja die Strömungen, und zwar alle Strömungen in seiner Partei abbilden. Ja. Gerade in seiner Funktion als Kanzler, als, als Krankheitsminister. Schwer zu beantworten, ne? Ich denke, irgendwo bin ich schnell an der Balance, ne? Weil ich weiß, wir haben sehr, sehr gut gearbeitet, wir haben uns gut vorbereitet, die Spieler sind höchst konzentriert, ne? Und gehen zwar mal auch insgesamt sehr, sehr offensiv in ihre Rolle. Ne? Von daher ist für mich schon klar, ne? Wer heute Abend mal als Sieger vom Platz gehen wird. Ne? Ja, natürlich, ja. Liebe Zuschauer, Sie sehen, Rauchen hat eigentlich nur Vorzüge, ja? Und nein, es ist Herr Inzest. Ich habe heute Folgendes für Sie, ja? Und zwar gibt es, Katrin, was auch, ja? Ja, ja. Es gibt linksgedrehtes Lungenbrötchen an Papas pippigelben Sputter mit einer Herzkasper-Calzone. Ich glaube, was Joko uns damit sagen will, ne? Hier versteckter Subtext all seiner Filme, Bud Spencer ist scheiße mit, ne? Ja, deswegen kam sie auch zum Bruch mit Terence Hill. Weil der auch irgendwann geblickt hat, mit Bud Spencer an der Backe, da kommst du einfach nicht zum Schuss. Joko Winterscheid, meine Damen und Herren, ja? Verschwörungstheoretiker und Frauenversteher. Ne? Hola, chicas. Oh. Mein Name ist Jorge Alessi Maria González, Baron de Villa Pomposa con Fuego Ignacio Teresa Barcelona Casablanca. Ab heute, ich bin euer Catwalk. Wir kommen zu unserem nächsten Comedy-Fallenstreich. Daniela aus Hagen ist stinksauer. Ihr Freund Sven. Hm? Räumt nie die Spülmaschine aus. Und da gibt es natürlich nur eine Antwort. Rache ist süß. Ja, schön zu sehen, dass es heutzutage auch weniger attraktive Menschen ins Fernsehen schaffen können. Ja. Das war zu meiner Zeit anders. Ja. Mit Spülmo, Egon Balder. Ich fasse es nicht, ja? Du lebst noch, du alter Hurenbock. Ich traue ja meinem Auge kaum. Ich meine, es geht ja um Mode, ne? Also ich meine, ich gehe nicht zum Comedy-Preis wegen der Comedy, sondern wegen der Mode, ne? Ich muss dir mal sagen, ich suche nämlich eine Nachfolgerin für Claudia Schiffer, ne? Ich meine, die ist total different personality. Sie ist nicht mehr die Jüngste. Man will mal sagen, sie hängt noch, der Apfel hängt noch am Baum, aber es ist eben schon Ende Oktober. Dankeschön. Ne? Die Leute von dieser Show hier, nicht? Die haben mich gefragt, ob ich einen Preis überreichen möchte. Für die beste Schauspielerin, nicht? Ist ja auch wieder so ein Witzbold deinem Publikum, ne? Männer sind total anders wie Frauen, hör mal! Kommen wir zu den Nominierungen der nächsten Kategorie. Bester weiblicher Gast in einer Comedy-Show, die von Mario Barth moderiert wird. Mats ab! Die Frau ist so geil, hör mal! Ich interessiere mich sehr viel mehr für die nicht Gewinner des heutigen Abends. Wie fühlt sich das an? Was macht das mit einem? Darüber werden wir noch zu reden haben. Zunächst einmal aber die sehr, sehr interessante Frage, wie ich finde. Warum sitze ich eigentlich nicht in einer illustren Runde und wem soll ich denn jetzt ins Wort fallen? Ich kann Ihnen nur Folgendes sagen. In Würselen, wo ich herkomme, da habe ich einen Nachbarn, der selber Meinungsforscher, und von dem höre ich nur, ist noch alles offen. 50% der russischen Hacker sind noch unentschlossen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Thema meiner heutigen Sendung ist Igel, Nasen, Mäuse, Fäustchen. Für deine Brüstchen brauche ich eine Lupe. Dazu habe ich mir meinen ersten Gast eingeladen. Sie hat zwei lächerliche Parallelmückenstiche auf der Brust und will ihren Freund, den Errol, in der Sendung mit einer Brustvergrößerung überraschen. Hier ist die Mandy. Herzlich willkommen. Stehen der Lehmann, dieser arrogante Torwartdarsteller. Vergessen. Der Lehmann hat auch angefangen. Bei der WM 2006, da hätte ich im Tor stehen müssen. Bin die absolute Nummer 1. In Asien, da gibt es sogar Unterwäsche mit meinem Gesicht drauf. Das ist schon der Lehmann in Asien. Nichts ist er da. Nicht mal auf der Socke drauf. Ich freue mich sehr, dass ich da bin. Johannes, ich versuche mich mal in den Fragesteller hineinzudenken. Ich stelle mir das so vor. Der Johannes, der bei einer eigenen Talkshow moderiert hier und da noch ein bisschen. Da denkt man doch erstmal geil. Und jetzt stellt der Johannes hier mal einfach so eine Frage. Ja, also
was heißt schon voran, Herr Ehring? Eine Leiter ist. Und die FDP nimmt jetzt nach und nach alle Sprossen weg. Dann bleiben ja immer noch diese beiden langen Stangen übrig, mit denen zwei Leute Stabhochsprung machen können. Und die wären dann immer noch schneller oben, als wenn sie all die Sprossen hochkraxeln würden. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Diese Rüstungsexporte, da geht's vor allen Dingen um Altfälle aus Zeiten, da war ich noch gar nicht Wirtschaftsminister. Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Sie hören ja gar nicht zu. Dann habe ich es eben gedacht. Kann man ja trotzdem mal zuhören. Das mit dem Tierpfleger fand ich persönlich sehr interessant, weil ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Vor meiner TV-Karriere habe ich selbst auch sehr viel mit Tieren gearbeitet. Verstehen Sie? Ja. So, meine Damen und Herren, ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. Ich schlage vor, schauen Sie sich das mal an. Ein Untersuchungsausschuss des Bundestags hat herausgefunden, warum alle bisherigen Klimagipfel vollkommen nutzlos waren. Ja, bleibt uns zum Thema Klima jetzt eigentlich nur noch der Blick aufs Wetter. Christian, wie wird's denn morgen? Das war's von uns. Kommen Sie gut durch die Nacht. Comedy ist eben auch Familienunterhaltung, ja, sag ich mal. Und ja, Familie, das ist das absolute Priorität und das Wichtigste für den Thorsten Legert. Es sei denn, Fußball läuft. Oder die Olle hat nicht gut gekocht. Dann gibt's Kasala. Da frage ich mich als Hauptschulvermeider aus Dortmund, wie selbstverständlich, wie betont man eigentlich Superlativ? Auf dem ersten U? Oder auf dem L? Keine Ahnung. Ich mach's wie der Connoisseur. Connoisseur ist französisch und bedeutet ungefähr so viel wie affektiertes Stück Scheiße. Besonders für die fenchelhassenden vegetarischen Bohnenallergiker zu empfehlen, die gerne salzarme Kost zu sich nehmen. So, achten wir allerdings darauf, so Chef, dass Sie bei den veganischen, muslimischen Bohnenallergiker den Schuss Weißwein weglassen. Und in diesem Fall sollten Sie außerdem auf die Mohammed-Karikaturen auf den Servietten verzichten. Schön. Haben Sie schön gesagt? Das ist ja unglaublich. Was glauben Sie eigentlich? Schön, schön, schön. Es ist überhaupt nicht schön. Wunderschön ist das, wunderschön. Moment, ich bin gleich bei Ihnen. Ich hab's gleich. Da! Bleib stehen, Pikachu! Du dumme Sau da! Damn, damn. Oh my goodness. This man, he's good. I could not believe some personalities that he was one who imitated it. Like, it's kind of like, wow, how did you do that? How in the world do you do that? Donald Trump was really funny. And if you observe, some of the reporters are with him while he's cracking the joke, they won't laugh. They are holding it. They are trying their best to hold it. Hold the in order. This guy is really good. I wish I understand German more or how to speak German. It really mean a lot. Like, I would have been more cracked up than this. But I was trying to understand through the body language. He's really good. He's really, really good. And someone who can act like 37 other people, even more than. He's a genius, guys. He's a genius. He's really good. And he plays his role very well. I'm impressed by that. Comment down below what you think about this video. Give us a thumbs up. Share this video to as many as you can. Subscribe to our YouTube channel, guys. You know how it is. We'll see you guys in this video. Make sure you stay safe. I just bought a bag, like an old lady. I'm backwoods smoking, I don't own papers. Pass that 808, that dump shaker. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby, mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Buku bitch, in my bed, I got scales all